In der Halloween-Zeit bin ich persönlich nicht nur Fan von Horrorfilmen gucken, worüber ich letztes Wochenende schon ein Video gemacht habe. Nein, ich liebe es auch an Halloween Horror-Games zu spielen, zumindest in der Zeit um Halloween, aber auch gerne an Halloween selbst. Und es gibt ja wirklich unfassbar viele Horrorspiele oder ich sag mal, naja, gruseligere Spiele. Und heute will ich mal meine persönliche Top 10 an Horror-Games zusammensetzen, die ich finde, die perfekt für die Halloween-Zeit geeignet sind. Vielleicht auch direkt für Halloween, wenn man sich mit ein paar Freunden zusammensetzt und zusammen sich irgendwie, naja, gruseln will. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Ja, ich habe es ja schon angekündigt, heute das Top-Horror-Game-Video im Gegensatz zu dem Horror-Film-Video. Und ich habe mich hier hingesetzt und habe wirklich lange überlegt, weil ich mir nicht sicher war, welche Games ich wirklich hier mit reinbringen soll, weil es sehr viele gibt, die ich mag, aber nicht so wirklich viele, wo ich sage, okay, die sind wirklich so geil, dass es sich lohnt, die an Halloween rauszuholen. Plus der Aspekt, ich habe hier auch mich ein bisschen darauf konzentriert zu sagen, okay, was ist, wenn man eine Halloween-Party macht oder zumindest ein paar Freunde an Halloween dabei hat, welche Games sind dafür, naja, am geeignetsten. Vorab will ich wie immer erwähnen, erstens, dass hier ist meine Meinung, das bedeutet, natürlich kann es sein, dass ihr komplett anderer Meinung seid und das ist auch fein so, schreibt es gerne in die Kommentare. Und zweitens, es wird in diesem Video hier und da natürlich kleine vereinzelte Spoiler geben. Ich versuche jetzt nicht so krass auf den Inhalt der Spiele einzugehen, aber es wird möglich sein, dass ich hier und da irgendwas sage, was im Spielverlauf vielleicht, naja, wichtig sein könnte. Und noch abschließend, auch wenn ich das hier als Top 10 Liste aufstelle, ist es nicht wirklich hundertprozentig ein Ranking vom schlechtesten zum besten. Natürlich sind die obersten Plätze schon ein bisschen für mich, sage ich mal, effizient besser, aber es ist am Ende des Tages egal, welches der Spiele. Ich finde sie alle geil. Aber genug rumgelabert, wir starten jetzt direkt rein und zwar mit Platz Nummer 10. Und zwar ist das die The Dark Picture Reihe. Ja, eine Spielereihe, die sich so über die letzten paar Jahre sehr herauskristallisiert hat, weil es aus dem simplen Grund eine geile Spielereihe ist, eine geile Horrorspielereihe, in der man zum Teil das Game beeinflussen kann, indem man Entscheidungen trifft. Und das wird in dieser Topliste euch vielleicht auffallen. Ich liebe Games, in denen man Entscheidungen treffen kann und dementsprechend finde ich die The Dark Picture Reihe ganz geil. Plus der Aspekt, da man immer verschiedene Charaktere spielt, ist es nahezu perfekt, um es an einem chilligen Horrorabend mit ein paar Kumpels, Freunden, was weiß ich, der Familie von mir aus auch einfach zu genießen. Wie gesagt, es wird hier öfter vorkommen, dass ähnliche Games drin sind, deswegen haltet ihr schon eure Füße still. Es kommen wahrscheinlich eure Games, die euch jetzt im Kopf rumfliegen, auch noch hier vor. Aber The Dark Picture-Reihe finde ich ganz geil, ist immer gut zum Gruseln. Und auch wenn es, sage ich mal, die Entscheidungsmöglichkeiten nicht so in manchen Situationen, nicht in allen, aber in manchen Situationen nicht so wirklich hundertprozentig, naja, entscheiden, sondern eher einfach nur die Illusion geben, man hätte entscheiden können. Aber ganz sicher kann man drüber hinwegsehen. Ich finde es ganz geil, um das mit ein paar Freunden zusammen zu daddeln. Und es ist jetzt auch nicht so ein Spiel, wo man wirklich reinschwitzen muss. Es ist einfach halt ein schönes Storygame, wo man durchgeleitet wird. Und ja, es ist halt Horror, ne? Platz Nummer 9 kommt Layers of Fear. Ja, ich muss sagen, dieses Game habe ich mich persönlich noch nicht getraut zu spielen. Ich bin ein kleiner Angsthase, so ist es nicht, aber ich habe sehr, sehr viele Let's Plays gesehen und das ist genau der Horror, den ich in Games absolut schrecklich finde. Diese bedrückende Atmosphäre, es ist nicht unbedingt bei Layers of Fear, wenn ich mich recht erinnere, es ist nicht jede Ecke voll mit Jumpscares, was sehr, sehr stark ist, sondern es ist wirklich einfach durchgehend ein unwohlseinendes Gefühl da. Und das ist das, was ich bei Horror-Games, Horror-Filmen allgemein super, super geil finde, wenn man sich gruselt, ohne dass effektiv was Gruseliges passiert. Und das, finde ich, macht Layers of Fear sehr gut. Plus der Aspekt, Layers of Fear bietet auch wirklich eine sehr, sehr gute Story. Muss man einfach sagen, wie es ist. Mehr kann ich oder will ich dazu gar nicht sagen. Es ist sehr geil, wenn man ein bedrückendes Gefühl haben will, ähnlich wie Platz Nummer 8. Und zwar ist das At Dead of Night. Ist wahrscheinlich eher vielleicht ein unbekannteres oder noch nicht so krass gehypt populäres Spiel. Ich persönlich habe es durch den YouTuber Sterzig, der ein oder andere wird ihn wahrscheinlich kennen, gefunden und ich muss sagen, dieses Game vereinigt so richtig viele Dinge, die ich in Horror geil finde. Es hat ein paar Jumpscares, keine Frage. Es hat teilweise Real-Life-Optik, also es sind teilweise mit echten Menschen gestellte Szenen, was ich immer in Horror-Games super krank finde. Es hat einen quasi eingeschränkten Bewegungsradius wie sonst was. Es ist ein Point-and-Click mehr oder weniger. Ihr klickt immer nur dahin, wo ihr hingeht. Und es erzählt, so wie ich es mitbekommen habe, mehrere Geschichten über Geister, die quasi, oder was heißt Geister, über Menschen, die gestorben sind und diese Geschichten muss man herausfinden. Dabei verfolgt einen der, ich sag's mal, Hausbesitzer in Anführungsstrichen, das ist so ein Hotel, meine ich mal. Und dieser Page, Hotel-Page wahrscheinlich, der ist halt nicht so nett und auch ein bisschen creepy. Es ist kein Spiel, was den Jumpscare, so einen Jumpscare den nächsten jagt, was super gut ist. Es sind zwar
ein paar drin, aber es ist auch einfach wirklich oft diese bedrückende Enge von wegen, ich kann mich nicht krass schnell bewegen, weil ich halt nur klicken kann, wo ich hingehen soll. Ich muss herausfinden, worum es hier geht, ich muss rätseln und ich habe irgendeinen Typen im Nacken sitzen, der mir die ganze Zeit ins Ohr atmet, so nach dem Motto. Und das ist auch sowas, wo ich sage, oh, sowas liebe ich. Es ist nichts groß Aufwendiges, weil man halt sich nicht 1000 Tastenkombinationen merken muss, sondern man kann sich einfach gechillt hinsetzen mit der Maus, klick, klick, klick. Und ja, und es ist wirklich, ich finde es ein super geiles Game und vor allem für Halloween einfach so, um sich entspannt zu gruseln und zusammen zu rätseln, okay, wo muss ich jetzt hingehen? Was ist das, was ich jetzt... Es ist geil. Es ist richtig geil. Es ist ein geiles, fast schon ein bisschen rätselhaftes Spiel. Deswegen kommt es hier definitiv auf die Liste. Platz Nummer 7, wie gerade eben schon erwähnt, auf Platz Nummer 10. Es kommen jetzt ähnliche Games. Und zwar ist das The Quarry. Ähnlich wie die The Dark Picture-Reihe, ähnlich wie andere Games, die wahrscheinlich in dieser Liste noch auftauchen werden. Seid gespannt. Und was soll ich sagen? The Quarry, ähnlich wie The Dark Picture. Man hat Entscheidungsmöglichkeiten. Die Entscheidungsmöglichkeiten beeinflussen das Game zu gewissen Punkten stark, zu anderen weniger stark. Und vor allem muss ich sagen, ist hier der Aspekt, dass man von vornherein quasi sagen kann, okay, wir spielen das mit zwei Spielern. Der eine spielt zum Beispiel nur die Frauen, der andere spielt nur die Männer oder andersrum im Wechsel. Finde ich einfach perfekt, weil man es halt definitiv zu zweit, dritt oder viert halt spielen kann, weil diese Einstellungsmöglichkeit halt gegeben ist. Hier kann man sagen, finde ich, ist die Story ein bisschen schwächer, aber dafür hat man, also es zieht sich länger als manch andere Spiele. Und ich finde auch, wie gesagt, vor allem halt dieser Aspekt, dass man sagen kann, okay, man spielt es mit mehreren Personen und sagt, okay, du spielst die Charaktere und du spielst die Charaktere. Finde ich einfach geil. Dieses Zusammenspielen können macht halt für mich in dem Punkt den Reiz aus an Halloween, das mit halt einem Kumpel oder mit ein paar Freunden zu zocken. Auf Platz Nummer 6 jetzt mal eine, ich sag mal, nicht wirklich krass Horror-Game-Reihe, aber schon auch wieder dieses Unwohlsein. Und zwar ist es Little Nightmares 1 und 2. Ich finde, die Little Nightmares-Spiele sind so gefühlt der Inbegriff von holy fucking shit, ist das unangenehm gruselig, was hier passiert. Ich will auch gar nicht so viel aufs Spiel eingehen, weil die Story an sich ist einfach, finde ich, großartig und muss man selber gespielt haben oder ein Let's Play zumindest so gesehen haben, aber erklärt bekommen ist es halt langweilig. Ich kann nur so viel sagen, man ist halt in diesem Spiel wirklich dem anfänglichen Horror ausgesetzt, dass man erstmal gar nicht weiß, was wirklich passiert und auch hier hinter jeder Ecke eine Gefahr lauern kann, die aber keinen großartigen Jumpscare darstellt. Es ist mehr eklig oder, was weiß ich mal, eklig, aber creepy Horror und ist aber auch gleichzeitig irgendwas, wo man sagen kann, okay, es ist nicht so, dass man unbedingt bei jeder Stelle sich tot erschreckt, also ein gemütlicher Horror, würde ich sagen. Definitiv einen Hingucker wert und vor allem halt, weil es ein, wie gesagt, ein geiles Story-Game ist, kann man es halt mal ganz gechillt durchspielen, finde ich persönlich. Auf Platz Nummer 5 packe ich, im Gegensatz zu dem vorherigen Platz, eine komplette kranke Gruselreihe, und zwar ist es die Outlast-Reihe. Wer brutale Slasher-Jumpscare-Games liebt, ist mit Outlast definitiv richtig. Mein Outlast wird kein unbekanntes Blatt, also unbeschriebenes Blatt in der Gaming-Industrie sein, weil Outlast ist so mit das bekannteste Game, wenn man sich wirklich gut erschrecken will. Die Einschränkung durch die Nachtsichtkamera, durch den Verfall der Batterien, alles einfach super gruselig, die Gegner super weird und super eklig gruselig und einfach hier super geil, wenn man sagt, okay, komm, nach jedem Tod oder nach jedem Erschrecker tauscht man den Controller mit dem nächsten. Finde ich, ist einfach auch ein perfektes Game für eine Halloween-Party oder zumindest halt, wenn man sich so ein bisschen trifft mit ein paar Kumpels, Bierchen zischt und dabei halt, ja, The Outlast spielt. Und wie gesagt, da geht jedes Game, da muss man sich auch in keine Reihenfolge halten, finde ich persönlich. Das ist einfach jedes Mal fucking creepy. Auf Platz Nummer 4 habe ich ein spezifisches Game, aber in Klammern auch die komplette Reihe. Und zwar ist es Resident Evil 7. Erstmal vorab, die ganze Resident Evil-Reihe kann man sehr, sehr gut an Halloween spielen. Vor allem Teil 1, wo ich aber sagen muss, mein Problem und weswegen ich auch Teil 7 genommen habe, ist, dass Teil 1 oder überhaupt die älteren Teile sehr viel lernen, also eine gute Lernkurve haben, weil man diese Steuerung, wenn man es nicht damals halt gespielt hat, ich zum Beispiel habe es auch noch nicht damals gespielt, wenn man diese Steuerung nicht kennt, muss man da erstmal reinkommen. Und es kann sehr frustrierend sein. Aber es fragen sich jetzt manche vielleicht, warum nicht Resident Evil Village? Oder jetzt das Remake von 1, 2, 4 und. Warum ausgerechnet Resident Evil 7? Das ist relativ simpel gesagt. Ich finde persönlich, First-Person-Horror ist immer gruseliger als jeder andere Horror. Plus der Aspekt, im Gegensatz zu Teil 8, muss man, finde ich, also sage ich persönlich, Resident Evil 7 hat mehr Horror als Resident Evil 8. 8 hat sehr viel Action, sehr viel gruselige Stellen, ganz wenig wirklich sau-creepy Sachen und ja, hier und da mal ein Jumpscare, keine Frage. Aber Resident Evil 7, finde ich, ist von Sekunde 1 an purer Horror, weil es so eklig creepy ist.
Es gibt so Leatherface bzw. als Texas Chainsaw Massacre Vibes in dieser Hilly-Billy-Hinterwäldlerhütte. Plus der Aspekt, es ist super viel Action. Ihr seid, wie gesagt, First Person. Plus es gibt sehr, sehr geile Jumpscares, da das Spiel natürlich auch für, sage ich mal, oder hauptsächlich für VR-Spiele ausgelegt war. Wenn ihr es in VR spielt, ist natürlich die Erfahrung tausendmal krasser, muss man sagen. Aber an für sich muss ich sagen, Resident Evil 7 ist immer noch ein Ticken besser als 8, weil es einfach ein bisschen diesen Grusel-Vibe noch ein bisschen mehr, weiß ich nicht, catcht. So, wir begeben uns quasi aufs Treppchen. Vorab möchte ich aber hier an der Stelle auch 2, 3 Spiele, ich sag mal, erwähnen, weil es auch sehr gute Spiele für Halloween sind, aber für mich hier nicht mit auf die Liste passen, weil es hauptsächlich Multiplayer-Games sind. Das eine ist Dead by Daylight. Egal welcher Horrorfilm-Schurke, da könnt ihr ihn spielen, aber Dead by Daylight ist nicht so ein Spiel, wo man sagt, oh komm, das daddle ich jetzt mal gemütlich mit jemandem. Es hat halt ein Ziel. Und im Multiplayer mit Randoms ist es sowieso eher schwitzig als alles andere. Freitag der 13. ähnlich, würde ich sagen, wie Dead by Daylight, nur ich finde es in der Hinsicht noch mal ein bisschen geiler, weil es halt mit mehreren Leuten spielbar ist. Hier kann man sagen, das ist definitiv ein Partyspiel für Halloween und absolut nicht schlecht. Also da würde ich tatsächlich sagen, Freitag der 13. ein bisschen über Dead by Daylight. Ähnlich auch wie jetzt das kürzlich erschienene Texas Chainsaw Massacre. Auch ein Online-Game, was man sagen muss, ist einfach super geil für so Abende, finde ich. Weil man halt einfach sagen kann, man chillt sich mit seinen Freunden dahin und man muss es nicht hundertprozentig ernst nehmen. Dead by Daylight kann man auch in einer, ich sag mal, geschlossenen Party, aber hier kann auch nur 5 Leute teilnehmen. Bei Freitag der 13. meine ich insgesamt 8 oder 9 und bei Texas Chainsaw Massacre weiß ich nicht. Aber diese 3 Spiele, vor allem weil es mit die Horrorfilm-Ikonen verbindet, vor allem in Dead by Daylight, ist einfach geil, um sich das mal anzugucken, weil es halt irgendwie, weiß ich nicht, man kann halt selber mal den Killer spielen, den man sonst in Horrorfilmen nur sieht. Die 3 Sachen wollte ich hier auf jeden Fall erwähnen. Natürlich gibt es noch unendlich viele weitere Sachen, die man erwähnen kann. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Lasst alles raus, was euch so an Horror-Games noch, ich sag mal, interessiert und wo ihr meinen würdet, okay, das an Halloween, das hat doch noch was. So, gehen wir aber nun weiter und kommen nun auf Platz Nummer 3. Hier habe ich Five Nights at Freddy's aufgeschrieben. Ja, für die Leute, die es nicht wissen, die vielleicht nur den Film kennen, der jetzt angekündigt ist, beziehungsweise der jetzt kommt. Für die Leute, die es nicht kennen, Five Nights at Freddy's, vor allem Teil 1, persönlich, ich meine das so, ist mit das gruseligste und unwohlfühl sein ausstrahlendste Game, was es so gibt. Es ist simpel, es ist nichts großartig Aufwendiges, es ist einfach gruselig und schränkt einen in jeglicher Hinsicht einfach ein. Kurz erklärt, warum. Die anderen FNAF-Teile sind auch geil. Keine Frage, es gibt bessere, es gibt schlechtere, aber FNAF 1, also Five Nights at Freddy's 1, ihr sitzt. Das Einzige, was ihr machen könnt, ist Licht an, Licht aus auf der rechten Seite. Das gleiche auf der linken Seite, genauso wie Tür auf, Tür zu auf der rechten und linken Seite. Außerdem habt ihr, ich glaube, 4 oder 5 Kameras, auf die ihr gucken könnt. Ihr habt eine Batterie, also ihr habt Strom, was, sag ich mal, abläuft und ihr habt eine Zeit, die ihr überleben müsst. Und man denkt sich so, okay, das ist doch ganz chillig. Ja, wenn da nicht halt diese komischen Animatronics wären, die versuchen euch zu töten. Was sollte ich sagen? Es gibt Mittel und Wege, wie man Five Nights at Freddy's quasi nahezu perfekt durchspielen kann. Es gibt da Abläufe, die passieren immer dann und dann. Aber wenn man das nicht kennt, so wie ich zum Beispiel, ich weiß auch nicht hundertprozentig, wann was passiert, erschreckt halt so ein Foxy gerne mal ein. Und auch, weiß ich nicht, allgemein, alles an diesem Spiel. Wirklich. Es ist einfach bedrückend und es lässt einfach in einem wirklich ein Unwohlsein. Die Melodie und alles da in dem Game. Ihr seid halt so eingeschränkt in euren Aktivitäten. Es ist fucking creepy. Wirklich. Kann man nur empfehlen. Ist halt auch wirklich nichts Großartiges. Es kostet, glaube ich, nicht mal viel. Es ist sehr schnell installiert auf dem PC. Einfach mal machen. Es tut keinem weh. Wirklich, das ist so geil. Es macht so Spaß. Weil man, wenn man nicht weiß, wie das Spiel wirklich hundertprozentig geht, halt die ersten 3, 4, 5 Versuche, sich einfach einscheißt und sich fragt, was habe ich jetzt gerade falsch gemacht? Also Five Nights at Freddy's 1 auf jeden Fall auf Platz 3. Die ganze FNAF-Lore und Geschichte sowieso krass. Wenn man sich natürlich da reinfuchsen will, ja, es ist ein bisschen mehr als nur FNAF 1, aber für Halloween definitiv Five Nights at Freddy's 1. Ultra geil, wirklich. Auf Platz 2 kommt das quasi jetzt schon lange erwähnte Spiel, was für mich perfektes Gleichgewicht zwischen Entscheidungsmöglichkeiten und
Halloween-Horror-Grusel bringt. Und zwar ist es Until Dawn. Quasi der Vorbote von The Quarry, der Vorbote von der The Dark Picture-Serie. Das Game, was uns alle, die es gespielt haben, richtig gut unterhalten hat. Ich spiele hier eine Gruppe von ein paar Leuten. Auch hier wieder, ihr könnt immer mal wechseln zwischen den Charakteren. Also es wird automatisch gewechselt. Heißt, ein Controller-Weitergabe ist definitiv möglich. Man kann dann von Anfang an festlegen, du spielst den, du spielst den, du spielst den. Und es geht in diesem Game ja quasi wie bei The Quarry und The Dark Picture darum, die Leute, am Leben zu lassen. Bedeutet aber, ihr könnt auch Leute sterben lassen. Bedeutet, ihr habt unfassbar viele Spielenden. Und die Tatsache, dass man so viele verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten erstmal kennenlernen muss, um zu wissen, was explizit diese Entscheidungsmöglichkeit auslöst, siehe Schmetterlingseffekt, macht das Game so geil und so. Also es hat einen Wiederspielwert. Also man kann es immer wieder spielen, um erstmal herauszufinden, okay, welche Enden sind möglich und wie komme ich da überhaupt hin? Und man muss auch einfach sagen, ich finde das Setting geil. Die Dialoge sind richtig schön Trash und so klischeehaft Horrorfilm, US-Horrorfilm, Teenie-Dings-Drama. Es ist einfach, finde ich, geil und ist so quasi mit das perfekte Beispiel für so ein richtig schönes Trash, also von den Dialogen her, Trash-Halloween-Horror-Game, was man einfach gechillt daddeln kann. Auch hier braucht man nicht viel Aufmerksamkeit, um es durchzuspielen. Es ist sehr simpel gestaltet und es ist, ich finde es einfach nur geil. Wer es nicht kennt, definitiv was verpasst. Wer es kennt, gerne mal in die Kommentare hauen, wie ihr es findet. Also wie gesagt, das ist für mich mit eines der geilsten, wenn nicht sogar das geilste Game, was man an Halloween spielen kann. So, kommen wir aber nun zu Platz 1. Und dieses Spiel habe ich hier auf der Liste, weil es einfach für mich ein krasses Kindheitstrauma irgendwie ein bisschen ausgelöst hat. Und zwar ist das Slenderman. Und zwar wirklich das originale erste Slenderman. Nicht irgendwie die 500 Remakes, Reboots, Spin-Offs, was weiß ich, was davon gibt, sondern wirklich das original erste Slenderman. Ich kann mich an dieses Game nur erinnern. Ich habe es noch nie selbst gespielt. Noch nie und will es auch gar nicht. Ich kann mich nur daran erinnern. Ich war damals, es war auch Halloween-Zeit, deswegen steht sie auf der Liste. Halloween war ich bei ein paar Kumpels oder bei also eine Freundesgruppe halt zu Hause und der große Bruder von der Person, wo halt die Party, ich war noch sehr jung, also das war keine Party, es war ein geselliges Beieinandersein, aber der hat das mit seinen Freunden in seinem Zimmer gespielt. Komplett alles dunkel, kein Licht an, nur ein paar Kerzen stehen und dann auf einem alten Röhrenfernseher, auf einem kleinen Röhrenfernseher Slenderman gespielt. Und was soll ich sagen, wir waren natürlich damals Rebellen, jung und wollten natürlich mit dabei sein und der Bruder hat uns natürlich gelassen. Und was soll ich sagen, es war so gruselig, ich habe es nicht selber gespielt. Ich saß ungefähr 1,5 Meter von diesem Fernseher entfernt. Es war so gruselig und ich finde das auch hier in dem Fall Slenderman ist so ein unwohles Gefühl, was dabei an einem klettert. Es ist unfassbar geil. Die Grafik ist so schön alt, dass es im Prinzip einfach nur so wirkt. Es muss nicht gut aussehen, aber einfach dieses, wenn Slenderman das erste Mal in deine Nähe kommt und du panikst und weißt nicht, okay, fuck, wohin muss ich gehen? Es ist super geil. Und auch hier ist einfach der Fall, man stirbt und man startet einfach direkt wieder rein. Und es ist einfach so, es gibt keine großartige Lernkurve, finde ich. Und das ist das Geile. Du versuchst einfach schnell diese scheiß Notizen zu finden. Und fuck, das in einem dunklen Zimmer mit ein paar Kerzen, ein paar Leuten, die dann immer abwechselnd mal spielen. Und dann gibt es da so einen Idioten, das war damals ich, der dann irgendwo einfach immer mal versucht, jemanden zu erschrecken. Legendär. Einfach eine, also das ist so eine Erinnerung von mir, die ich einfach so, die ich in meinen Kopf eingebrannt habe, weil es für mich halt an Halloween einfach das Geilste war, was ich je erlebt habe und deswegen definitiv hier auf Platz 1. Nichtsdestotrotz ist es auch ein Spiel, was ich nicht unbedingt an Halloween brauche, aber einfach nur storytechnisch muss ich sie auf Platz 1 setzen, weil es für mich das Halloween-Game einfach ist. Somit sind wir aber auch am Ende dieses Videos angelangt. Jetzt seid ihr wieder mal gefragt, schreibt gerne in die Kommentare, wie gefällt euch die Liste? Würdet ihr sagen, nee, gar keinen Sinn oder würdet ihr sagen, jo, perfekt, passt so, nehme ich, kopiere ich und nehme ich mit. Das ist natürlich alles eure Fragen und das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Außerdem könnt ihr natürlich auch gerne mal den Kanal auschecken, wenn euch solche Videos gefallen. Hauptsächlich geht es hier zwar um Filme und Serien, aber auch ab und zu mal so Gaming-Sachen. Aber hauptsächlich, wie gesagt, Filme, Serien, Funfacts darüber, Theorien zu verschiedenen Serien, sehr viel The Walking Dead. Wenn euch das interessiert, gerne vorbeischauen. Am besten einfach mal den Kanal auschecken, 2, 3 Videos anglotzen und vielleicht, sagt ihr, hey, komm, der Typ ist mir so sympathisch mit seinem Halloween-Kürbis-Hemd und allgemein so, wäre natürlich super toll, wenn ihr den Kanal dann abonnieren könntet. Würde mich auf jeden Fall freuen. So, jetzt möchte ich das Video aber nicht länger strecken, als sowieso schon ist und würde sagen, ich würde mich sehr freuen, wie gesagt, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.